Momentan passt irgendwie einfach alles zusammen. Das Wetter spielt verrückt, Zocki ist verrückt. Aber bevor wir uns jetzt wie gewohnt am Sonntag um 17 Uhr den schönen Seiten des Sammlerwahnsinns hingeben, möchte ich auf jeden Fall noch gesagt haben, dass auch wenn wir in Wien in den letzten Tagen wirklich wunderschönes Wetter hatten, ich über Facebook mitbekommen habe, dass das auf keinen Fall der Standard war und ich einfach nur hoffe, dass ihr nicht von irgendwelchen Unwettern betroffen wart. Das Einzige, das nämlich in der letzten Woche bei uns überschwemmt wurde, war mein Briefkasten. Da landeten eine Menge an coolen Sachen. Mein Deadpool-Wahnsinn beispielsweise geht weiter mit Comics und Soundtracks. Ich habe T-Shirts bestellt. Neue Rezensionsmuster für den Blu-ray-Check sind gelandet. Außerdem aus England Arrow-Videotitel und coole Steelbooks. In circa 2 Wochen wird es dann hier im Update hoffentlich endlich auch die genialen Walmart-Fotobomb-Schuber von Deadpool geben. Die werden nämlich nächste Woche auf die Reise gehen und hoffentlich unbeschadet und möglichst zeitnah dann auch bei mir landen. Bevor wir allerdings das anschauen, was ich in den letzten Tagen bekommen habe, noch ein kleines, nennen wir es Public Service Announcement. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber vor einiger Zeit habe ich euch das Cape Light Media Book von Ein Fremder ohne Namen vorgestellt und zudem gibt es jetzt Neuigkeiten, wenngleich auch keine sonderlich erfreulichen. Aufgrund von einem Produktionsfehler wälzt sich nämlich an einigen Stellen hier beispielsweise beziehungsweise auch hier hinten diese Folie mit dem absolut genialen Finish, das ich bei dem Mediabook so gelobt habe. Cape Light hat allerdings schon schnell reagiert. Wie ihr zu eurem Austauschexemplar kommt, das erfahrt ihr direkt bei Cape Light auf deren Facebook-Seite. Ich werde meines relativ bald in Auftrag geben und möchte auf jeden Fall ein großes Lob an Cape Light aussprechen an der Stelle, dass sie einerseits schnell, andererseits kulant und unglaublich kundenfreundlich in dem Fall reagieren. Das erste, das ich euch jetzt in diesem Update aber zeigen möchte, sind die T-Shirts, die ich mir bei QWERTY bestellt habe. Und das sind absolut grenzgeniale Motive. Einerseits beispielsweise, hoffentlich fällt mir die Krankenschwester nicht drauf, ein Satz, den ich normalerweise nicht so sagen würde, aber wir haben ein cooles Motiv von Baby Groot mit einem klassischen NES-Controller. Das ist wirklich genial. Aber was eigentlich der Grund war, warum ich wieder mal bei QWERTY shoppen war, ist dieses Teil. Homer Simpson als Kratos in dem genialen neuen Spiel God of Bar. Und ganz ehrlich, wenn es ein Spiel gibt, bei dem ich die Platin-Trophy kriegen würde, dann definitiv dieses. Weitermachen möchte ich bei den schönen Sachen, die wir in den nächsten Tagen bzw. im Laufe der nächsten Woche dann hier im Blu-ray-Check sehen werden. Das ist einerseits eine neue Lieferung von Anolis. Vielen Dank erst einmal dafür. Mit der 10. Nummer von der Rache der Galerie des Grauens mit dem Titel Die Schreckenskammer des Dr. Toasty. Und ich glaube irgendwie, Dr. Toasty muss der Erzfeind von Bernd das Brot sein. Außerdem der Rattenhorror Willard. Und von Koch Media hat mich noch eine Checkdisc erreicht mit dem Film Blackwater mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren. Dazu wird es dann allerdings, weil ich eben nicht die Originalversion, wie sie im Verkauf landet, bekommen habe, keinen Blu-ray-Check, sondern ein Quickie Review mit meiner Meinung zum Film geben. Aber ich glaube, es wird jetzt einmal an der Zeit zu schauen, was der rot-schwarze Superheld Neues zu bieten hat. Deadpool 2 erobert gerade die Kinocharts im Sturm. Und ganz ehrlich, wen wundert, dass dieses grenzgeniale Meisterwerk auch vom Publikum so sehr gefeiert wird wie der erste Teil. Erschienen ist pünktlich zum Kinostart allerdings schon das ein oder andere Merchandise. Beispielsweise habe ich mir jetzt den originalen CD-Soundtrack gegönnt. Eine Vinyl-Version davon ist ebenfalls bereits angekündigt, wird allerdings erst im Juni erscheinen und dann logischerweise auch bei mir wieder mal landen. Der Official Motion Picture Soundtrack mit den coolen Liedern aus dem Film hat ein grenzgeniales Covermotiv, das für euch aber wahrscheinlich nicht besonders neu sein wird, weil es mehr oder weniger das Flashdance-Motiv zeigt, das auch bei der Promotion des Films und auf dem Filmplakat zu sehen ist. Insgesamt haben wir auf dieser CD 12 Tracks von Celine Dion bis hin zu Skrillex. Eine wirklich coole Mischung, die meines Erachtens nach dem ersten Teil in absolut nichts nachsteht. Das Einzige, was ich persönlich irgendwie finde, war, dass das Jewel Case vom Soundtrack des ersten Teils ein klein wenig
besser und aufwendiger gestaltet war. Vor allem die Tatsache, dass man dann hier drinnen dasselbe Motiv genutzt hat, dass man dann beim Official Score von Tyler Bates auch als Covermotiv verwendet hat, ist, finde ich, irgendwie billig, aber das ist eher eine Kleinigkeit. Außerdem gibt's bei diesem Soundtrack wieder mal ein kleines Booklet, nicht nur mit den Credits zu den jeweiligen Liedern, sondern auch mit großartigen Deadpool-Style-Kinderzeichnungen, außerdem noch mit ein paar anderen Bildern aus dem Film. Und Dankesreden, mehr oder weniger auf der CD selbst, ist wenig überraschend mal wieder das runde Deadpool-Logo drauf, das mir sehr gut gefällt, aber das wirklich Coole in diesem Fall ist meiner Meinung nach das, was drunter ist. Entfernen wir die CD nämlich, sehen wir diese Version vom Deadpool-Logo. Und ganz ehrlich, das ist geil. Das ist eine richtig coole Idee und mich wundert es ehrlich gesagt ein kleines bisschen, dass man nicht schon früher auf die Idee gekommen ist, das Deadpool-Logo so anzupassen. Hat es offensichtlich den zweiten Teil und den Deadpool-Soundtrack dazu gebraucht. Aber das ist auf jeden Fall ein cooles Ding, das in der nächsten Zeit recht oft in meinem Player landen wird. Jeder gute Film braucht nicht nur einen coolen Soundtrack, sondern natürlich auch einen genialen Score. Und den hat Tyler Bates bei Deadpool 2, finde ich, wirklich großartig hinbekommen. Der Soundtrack ist eigentlich komplett anders als beim ersten Teil. Während Junkie XL mehr auf die elektronischen und Synthesizer-Sounds geachtet hat, ist Tyler Bates etwas orchestraler und etwas weiter unterwegs, was mir persönlich eigentlich relativ gut gefallen hat. Eine kleine am Rande, die ich ebenfalls genial finde, ist die Tatsache, dass wenn man beide Soundtrack-CDs von Deadpool 2 übereinander legt, der Deadpool 2-Schriftzug fast überall, fast genau an derselben Stelle ist, mit Ausnahme quasi von einem halben Millimeter, was meines Erachtens nach im Regal ziemlich cool aussieht. Gewinnen würde vom Design her an meiner Meinung nach aber auf jeden Fall der Score, weil wir hier auf dem Backcover einfach noch einmal Deadpool drauf haben, mit einem Ausschnitt aus der coolen Ich schnetzel alles nieder, was nicht bei 3 auf dem CGI-Baum ist, Szene. Aber während meine Stimme mal ganz kurz versagt, können wir nach innen schauen, finden da die leider mäßig gestaltete CD an sich und dann darunter ein cooles Bild von Deadpool und Blind Al. Im Booklet gibt's dieses Mal das Bild von der X-Force, das wir auch beim anderen Soundtrack hatten. Leute, wir reden von einem aktuellen Kinofilm, da könnte man doch womöglich noch etwas mehr Bildmaterial finden. Hier Driving Mr. Deadpool quasi mit Dopinder und noch einige andere Bilder aus dem Film sowie die Credits. Das sieht, finde ich, echt cool aus und ist ganz nett, mehr oder weniger zum einmal durchblättern. By the way, wenn irgendjemand weiß, wo man dieses Phone Case für ein Galaxy S7 Edge bekommt, dann sagt mir das bitte. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir in Sachen Deadpool Merchandise in den nächsten Monaten noch erleben werden. Aber für den Anfang ist, finde ich, einmal der Official Score ein ganz netter Start. Und für den Fall, dass ich momentan keinen Bock drauf habe, Musik zu hören oder Filme zu schauen, gibt's natürlich auch wieder neue Deadpool-Comics. Beispielsweise aus der neuen Reihe Despicable Deadpool ist jetzt unter dem Titel Bucket List der zweite Band erschienen. Wieder mal mit einigen Ausgaben des Comics drin, dieses Mal nämlich, um es genau zu nehmen, die Nummern 292 bis 206. Und ich muss diese Nummerierung nicht ganz verstehen, oder? Außerdem gibt es noch ein bisschen Bonusmaterial dabei. Und dann noch Despicable Deadpool 287 bis 296. Also sind da jetzt dann 292 bis 296 zweimal drin in einem relativ dünnen Band. Ich check's nicht, aber ich nehme einmal an, wenn ich mir die ganzen Trade Paperbacks hole, werde ich im Endeffekt dann auch von dieser Reihe alles zu Hause haben. Um dann noch ein bisschen Bonus zu bekommen, gab es auch noch den Deadpool Classic Companion Nummer 2. Da habe ich euch vor Ewigkeiten, als ich mir nämlich damals alle Deadpool Comics geholt habe, auch schon die erste Ausgabe geholt. Ich habe dann bei den Deadpool Classics irgendwann einmal aufgehört, weil sie nur mehr Sachen hineingebracht haben, die ich eben schon in den einzelnen Trade Paperbacks hatte. Aber diesmal
ist wieder ein bisschen was Neues drinnen, das ich noch nicht habe, das ich noch nie gelesen habe. Und das bitte schön in einem Band, mit dem man auf jeden Fall die ein oder andere Stunde cool verbringen kann. Arrow Video hat übrigens in der Zwischenzeit auch nicht geschlafen und hat uns den Joe D'Amato Klassiker, auch wenn es mir irgendwie wehtut im Zusammenhang mit diesem Typen das Wort Klassiker zu verwenden, Death Smiles on a Murderer mit Klaus Kinski serviert. Auf Deutsch heißt der Film übrigens Die Mörderbestien, wo man schon einmal dabei ist zu wissen, wer eher die reißerischen Titel bevorzugt, und auf DVD ungekürzt von X-Rated bzw. von Best Entertainment geschnitten in einer 16er Version erschienen. Interessant wäre, weil der Film doch den ein oder anderen gorigen Moment hat, ob der Film, der jetzt in England von der BBFC ab 15 freigegeben wurde, auch hierzulande eine 16er Einstufung bekommt oder ob es aufgrund der Gewaltszenen nach wie vor nur für eine 18er Einstufung reichen würde. Das wahnsinnig coole Originalmotiv, wobei die italienische Version, die ich von diesem Poster gesehen habe, war spiegelverkehrt, quasi mit Klaus Kinski auf der rechten Seite. Außerdem Spoiler-Alarm. Ich meine, ich weiß nicht, ich versuche jedes Mal, wenn ich mir einen Film anschaue, mich vorher so wenig wie möglich drüber zu informieren, um ja nicht irgendwelchen Spoilern zum Opfer zu fallen. Aber dass man mehr oder weniger das Ende des Films aufs Plakat druckt, das ist in meinen Augen schon wirklich eine ganz neue Form der Dreistigkeit. Wie von Arrow Video gewohnt, gibt's auch dieses Mal dann wieder ein Booklet mit dabei, das in über 40 Seiten natürlich einerseits Bilder aus dem Film, aber eben andererseits auch das ein oder andere Essay und den ein oder anderen Text bietet. Finde ich ziemlich cool, dass mehr oder weniger das in England bei Arrow zur Standardausstattung gehört. Vor einiger Zeit habe ich euch hier auf meinem Kanal bereits die Seijun Suzuki Early Years Volume 1 Box vorgestellt. Jeder, der genau wissen möchte, worauf er sich bei dieser Box einlässt bzw. freuen kann, der kann sich gerne mein altes Unboxing dazu anschauen. Jetzt hat Arrow Video eine zweite Box veröffentlicht mit weiteren Filmen, während bei den Filmen in der ersten Box eher seine Jugendwerke berücksichtigt wurden, hat man diesmal sich auf die Crime- und Actionfilms spezialisiert. Das Einzige, was ich aber jetzt ehrlich gesagt beim Coverdesign von diesen beiden Boxen relativ billig und komisch finde, ist, dass man mehr oder weniger zweimal dasselbe Bild von Suzuki in die Mitte geklatscht hat und es einfach nur spiegelverkehrt gemacht hat, in der Hoffnung, dass es niemandem auffällt. Doch es fällt auf. Ganz ehrlich, wie hätte das niemandem auffallen sollen? Bin aber ehrlich gesagt jetzt schon gespannt, was dann passiert, wenn sie noch eine Volume 3 von Seijun Suzuki bringen, ob er dann irgendwie auf dem Kopf steht oder liegt oder sonst irgendwas. Man kann ja mehr oder weniger noch zwei andere Richtungen mit diesem Bild bedienen. Was mir dafür allerdings extrem gut gefällt, ist die Tatsache, dass das Design von beiden Boxen absolut identisch ist, mit derselben Schriftart. Was mich da nur verhältnismäßig ein bisschen wundert, ist, dass hier der überlappende Teil von dem Backcoverblatt ein bisschen höher ist als bei der ersten Box, wird aber dem geschuldet sein, dass hier der Untertitel mit dem Inhalt der Box einfach zwei Zeilen für sich beansprucht. Auf dem Spine ist das allerdings kein Problem. Auf dem Spine ist es kein. Gott, war der schlecht. Wo wir mehr oder weniger in exakt derselben Art wieder mal den Boxtitel bekommen, und auch das mehr oder weniger nicht vorhandene Backcover ist wie von Arrow Video gewohnt identisch. Da können wir jetzt auch gleich einmal nachlesen, dass hier Filme aus den Jahren 57 bis 1961 enthalten sind, nämlich 8 Hours of Terror, The Sleeping Beast Within, Smashing the O-Line. Wäre auch ein interessanter Filmtitel für John T. Bone. Tokyo Nights bzw. The Man with a Shotgun. Es ist irgendwie gemein, das ist wahrscheinlich ein Prequel und der arme Mann hat dann nachher seine Heimat verloren und wurde zu einem Hobo. Limitiert ist die Box wieder auf 1500 Stück, genauso wie die erste Box. Und auch diesmal ist dieses Backcoverblatt nur angeklebt und ich bin jetzt relativ gespannt, was passiert, wenn ich diesen Sticker hier abbekomme, was wir dann unterhalb davon sehen. Genau, ebenfalls wie bei der ersten Box, einfach nur die Fortsetzung von dem Aquarellmotiv, die ja mehr oder weniger hier identisch ist. Drinnen
finden wir in dem Schuber genauso wie beim ersten, bei der ersten Box zwei Keep Cases, auf denen, in denen jeweils die Filme enthalten sind, sowie ein kleines Booklet, wollte ich schon fast sagen, und das komplett entwürdigen, was Arrow Video da mal wieder für ein fettes Teil mit hineingelegt hat. Aber was auch bei der zweiten Box wieder auffällt, ist, dass man dieses Cover Artwork recht oft verwendet hat. Und wenn ich mich richtig erinnere an die Box vom ersten Teil, werden wir dieselben Artworks wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal sehen. Hier übrigens ein cooles, cooles Cover Artwork. Bei diesen beiden, bei diesen drei Filmen sind es. Davon sind dann auch Ausschnitte wahrscheinlich wieder mal verwendet. Nein! Coole Sache, wir haben hier nicht einmal dieselben Artworks drauf wie da. Das finde ich cool. Drinnen dann dafür allerdings dasselbe Artwork wieder auf den beiden Discs, nämlich einerseits der DVD, andererseits der Blu-ray und wieder so ein Triple Feature Wendecover mit den wahrscheinlich japanischen Originalpostern als Wendecover. Für diejenigen, die sich für japanische Filme interessieren, ihr müsst in diesem Fall auf die japanische Version mit englischen Untertiteln zurückgreifen. Eine englische Synchro ist nämlich wie gewohnt bei den japanischen Filmreleases von Arrow Video nicht mit dabei. Außerdem auch hier auf der zweiten Box, ehrlich gesagt gefällt mir das Artwork noch besser als das linke. Ich finde irgendwie dieses düstere, eher crime-lastige hat wesentlich mehr Stil und ist wesentlich ansprechender. Auch hier auf der Box, auf den Discs, ist dasselbe Artwork. Auch hier wieder japanische Poster-Artworks als Wendecover und außerdem exklusiv in der Box drinnen noch ein kleiner Flyer mit Werbung zu anderen Arrow-Releases. Aber jetzt bin ich mal extrem gespannt, was wir in dem Booklet Nettes finden. Das ist diesmal wieder mit einem Umfang von ungefähr 60 Seiten ausgestattet. Wahnsinn. Dabei natürlich einige Bilder aus den Filmen, die ganzen Cast- und Crew-Informationen, technischen Details, aber natürlich auch Essays und Texte, die sich dann, nehme ich mal an, im Speziellen um die hier enthaltenen Filme drehen. Außerdem nehme ich an, wenn hier die Filmografie von Seijun Suzuki bis 2005 geht, dass es bei der Box 2 nicht die letzte sein wird. Aber schauen wir mal, was Arrow Video da in der nächsten Zeit noch auspackt. Das ist auf jeden Fall, finde ich, wieder mal ein sehr, sehr cooler Release für den japanophilen Filmfreund. Who's there? Doctor. Doctor who? Exactly that one. Und der Witz wird einfach auch nicht besser. Was aber sehr wohl besser wird, ist die Art, wie wir Doctor Who genießen können. Mittlerweile erscheinen ja auch die älteren Folgen oder Filme teilweise in großartiger Qualität auf Blu-ray. Und da ist es jetzt an der Zeit, euch einmal die dritte Staffel vorzustellen. Vor einiger Zeit habe ich nämlich auf meinem Kanal bereits die Blu-ray Steelbooks von Plumps, den Episoden aus der Complete First Series bzw. der Complete Second Series hergezeigt. Beide übrigens absolut großartig beartworked im gezeichneten Stil und das ist jetzt bei der dritten Staffel überhaupt nicht anders. Ich mache nur hinten noch ein bisschen Platz, dann kann wieder nichts umfallen hier. Diese beiden Steelbooks haben mich vor allem deswegen überzeugt, weil sie nicht nur absolut großartig aussehen, sondern auch noch so absolut ähnlich und identisch gestaltet wurden. Und glücklicherweise hat BBC das bei der dritten Staffel nicht durchbrochen. Auch hier bekommen wir einen Quarterslip im gewohnten Format, haben auf dem Spine die Staffelbezeichnung an exakt derselben Stelle, verzichten nur in diesem Fall aus welchem Grund auch immer auf die irische IFCO-Freigabe. Das Einzige, was ich diesmal allerdings anmerken muss, ist, dass während die Artworks von den ersten beiden Staffeln eher so von der Farbe gelb dominiert wurden, ist es dieses Mal eher so ein lilaner Touch, wobei mir persönlich die Zeichnungen von den ersten beiden Staffeln noch besser gefallen haben. Das ist irgendwie nicht ganz so cool, wobei es trotzdem ziemlich cool aussieht, das möchte ich auch nicht ungesagt lassen. Auf dem Backcover bekommen wir natürlich wieder
die Episodenliste, das Bonusmaterial, das mit drauf ist, sowie die technischen Details. Deutscher Ton ist hier übrigens nicht mit drauf. Da muss man sich nur mit der englischen Originalfassung zufrieden geben. Aber für alle Doctor Who-Fans, die auf deutsche Fassungen Wert legen, ist ja Pandastorm ein sehr guter Ansprechpartner. Wir finden in diesem Steelbook hier das Frontcover-Artwork mit einem, finde ich, sehr schick und dezent eingesetzten Steelbook-Touch. Einerseits hier bei dem leuchtenden Punkt unten, beziehungsweise auch hier bei dem mehr oder weniger silbernen Hue im Hintergrund, und auch hier sind die Figuren wieder schön exakt grundiert und heben sich deswegen vom Hintergrund ab. Auf dem Backcover, ha, geil, finden wir natürlich wieder dasselbe Bild, das auch hier auf dem Backcover, auf dem Quarterslip drauf ist. Auch hier wieder mit dezentem Einsatz vom Steelbook-Effekt, was, finde ich, sehr, sehr cool aussieht. Aber in dem Fall gefällt mir das Artwork vom Backcover ehrlich gesagt deutlich besser als das vom Frontcover, wobei es absolut auch genial ist, dass der Hintergrund in beiden Versionen durchgehend gestaltet wurde und dass man ebenfalls als Teil der Einheitlichkeit auf bei allen drei Staffeln sowohl den männlichen als auch den weiblichen Main Part sieht. Außerdem in dem Quarterslip, warum nicht im Steelbook, ist hier ein kleiner Flyer mit den noch einmal Episoden und Special Features in diesem Set, damit man auch weiß, was exakt auf welcher Disc wohnt, was, finde ich, relativ wichtig ist, aber nicht, dass das irgendjemand einmal Warner gesagt hätte. Drinnen dann warten die drei Discs mit jeweils drei verschiedenen Artworks drauf. Und ebenfalls cool, hier steht der Inhalt der Disc sogar noch direkt auf der Disc drauf. Wäre ebenfalls eine interessante Sache, vielleicht für Universal, dass man wieder mal dran denken könnte, dass man das tut und Filmtitel oder sowas auf Discs schreibt, wäre irgendwie passend. Das Innenartwork vom Steelbook ist nicht gezeichnet, finde ich persönlich aber auch absolut genial. Mit den beiden Charakteren auf der linken Seite und dann auf der rechten Seite eben der zweite Teil vom fortgesetzten Motiv. Das Ganze scheint mit einem leichten Gloss-Effekt versehen zu sein, sodass hier die Farben wirklich wunderschön und kräftig sind. Im Austausch dazu muss man halt auf etwaige Steelbook-Effekte verzichten, weil hier schimmert das Metall an keiner Stelle durch, ist aber meiner Meinung nach nichts, was dem Design irgendwie ansatzweise Abbruch tut. Das ist und bleibt einfach ein sehr cooles Steelbook-Design zu einer sehr coolen Serie, auch wenn mir persönlich halt die ersten beiden Staffeln etwas besser gefallen, aber das heißt noch lang nicht, dass die dritte Staffel nicht trotzdem cool ausschaut. Suicide Squad ist ein Film, über den in der letzten Zeit wirklich verdammt viel diskutiert wurde. Und nach dem Kinofilm ist jetzt auch wieder mal ein animierter Film erschienen. Suicide Squad Hell to Pay ist in England aber neben der Standard-Edition im Keepcase auch noch als limitiertes Blu-ray Steelbook erschienen und deswegen dann logischerweise auch in meiner Sammlung gelandet. Wie gewohnt hat Warner bei diesem Steelbook alle technischen Details und sonstigen Informationen nicht direkt auf das Steelbook gedruckt, sondern verwendet wieder einen Backcover-Flyer, wo wir die Inhaltsangabe, technischen Details und so weiter lesen können und beispielsweise auch den für einige sicher interessanten Hinweis, dass auch der deutsche Ton hier mit dabei ist. Und ich glaube, diese Steelbooks gibt es in Frankreich auch, aber bei uns halt aus welchem Grund auch immer nicht. Aber macht ja nichts, sobald, solange deutscher Ton dabei ist, dürfte der Import zum Glück für niemanden ein wirklich großes Problem darstellen. Jetzt einmal zum Frontcover-Artwork, das mir persönlich wirklich extrem gut gefällt, was Nick Princip hier davon macht, wundert mich nur. Auch mit sehr cool eingesetzten Metallic-Look, vor allem nämlich bei den metallischen Teilen der jeweiligen Suicide Squad-Mitglieder, eben hier und auch bei den Waffen. Das sieht cool aus, wobei, was mich ehrlich gesagt bei diesen DC Universe Animated Movies so wundert, ist die Frage, warum sind einige Steelbooks matt, warum sind einige Steelbooks Full Gloss und
Es passt irgendwie nicht immer zum Design. Also mir persönlich hätte dieses Design auf einem matten Steelbook auch besser gefallen. Auf dem Backcover wartet dann allerdings wieder hier ein sehr cooles Bild auf uns. Interessanterweise dieselben Elemente, die auch hier beim Backcover drauf sind, wobei eben das Gesicht hier im Hintergrund auf dem Backcover anders platziert ist. Auch da kommen wieder die Metallic Looks sehr cool zum Einsatz. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, wenn es draußen, während ich filme, hell ist, ist, dass man leider genau das nicht sieht, wenn die Sonne irgendwie so arg reinfährt. Aber ich glaube, man kann es erkennen, dass sich da um ein wirklich schickes, wirklich cooles Steelbook-Artwork handelt. Das Einzige, was es meiner Meinung nach nur noch cooler gemacht hätte, wäre, wenn es ein durchgehendes Artwork gewesen wäre. By the way, if you live within the UK or Ireland, I think, feel free to use this code because, well, I can't. Drinnen dann hat der Grafiker offensichtlich mal wieder vergessen drauf, dass man eine Disc auch designen kann, beziehungsweise in dem Fall, glaube ich, liegt es nicht an mangelnder Grafikermotivation, sondern eher an mangelnder Monetenmotivation, weil natürlich wahrscheinlich die mehrfarbig bedruckte Disc in der Produktion mehr kostet. Wir bekommen hier in dem Steelbook eine Get Out of Hell Free Card, was ich allerdings gemein finde, dass die da ins Design eingebaut wurde und nicht beiliegt, weil so hätte man sie vielleicht wirklich einmal einsetzen können. Cool ist, was wir bei den Credits hier unten lesen, dass Christian Slater einer der Voice Actors in dieser Verfilmung ist, was allerdings hier auch gereicht hätte. Wie immer brauche ich das hier nicht. Vom Innenartwork her muss ich aber ehrlich gesagt zugeben, ist das eines der schwächsten von den neuen DC Animated Steelbooks. Wirklich gefallen tut's mir nicht. Auch wenn wir hier drinnen ganz netten Metallic-Effekt haben bei den Flammen rechts beim Hintergrund beziehungsweise links dann bei der Schrift. Aber jetzt so wirklich bemerkenswert, wunderschön ist das Ganze ehrlich gesagt nicht. Trotzdem eine nette Sache, die auf jeden Fall mehr hergibt optisch als nur eine einfache Amaray. Ich muss sagen, wenn ich an Superhelden denke, dann denke ich wirklich an viele Sachen. Ninjas gehören da allerdings eher selten dazu. Deswegen bin ich extrem gespannt, was Warner bei dem Animated Movie Batman Ninja so alles anbietet. Vor allem, wenn ich daran denke, dass Ninjas sich ja dadurch auszeichnen, dass sie unsichtbar sind, lautlos und ungesehen töten, dann weiß ich nicht, wie das auf eine riesige Fledermaus noch dazu mit einem violetten Schwert in der Hand zutreffen kann. Gezeichnet ist dieses Cover-Artwork aber in meinen Augen absolut großartig. Bevor wir uns das aber anschauen, gehen wir nochmal kurz auf das Backcover, lesen oder auch nicht die Inhaltsangabe, finden wieder mal heraus, dass auch hier deutscher Ton mit dabei ist, also für alle, die sich das Steelbook importieren wollen, go ahead. Und ob sich dieser Backcover-Flyer auch wirklich leicht vom Steelbook entfernen lässt, was er diesmal gar nicht so tut. Das ist das Einzige, was mir immer auffällt, also bei den Hochglanz-Steelbooks logischerweise löst sich dieses Papier immer deutlich leichter ab, aber das ist für mich ein wirklich geringer Preis dafür, dass mir persönlich die matten Steelbooks einfach tausendmal besser gefallen. Und wie euch sicher schon aufgefallen ist, das Steelbook von Batman Ninja ist wieder eines der Matten. Und lustigerweise fällt mir gerade auf, dass genauso wie das letzte Mal, als ich euch die DC Animated Steelbooks gezeigt habe, wieder mal eines Full Gloss und eines Matt ist. Also ich weiß nicht, ob Warner da eine Münze wirft oder ob da tatsächlich irgendwelche kreativen Entscheidungen dahinter stecken. Ich weiß es nicht. Aber wir finden auf jeden Fall eine Menge an sehr, sehr coolen Steelbook-Effekten hier drauf. Einerseits im Hintergrund, weswegen die Charaktere sehr schön in den Vordergrund gestellt sind. Außerdem auch noch bei den metallischen Rüstungsteilen hier bei Batman, beziehungsweise auch bei dem Katana. Und außerdem finde ich, dass sowohl der Joker als auch Harley Quinn und Batman hier extrem cool gezeichnet sind. Vor allem seine standardmäßige ernste Miene und ihr übertriebenes Grinsen ist einfach nur genial und auch die Fledermäuse im Hintergrund, wenn auch ein bisschen klischeehaft, sind ziemlich geil. Aber
Das Ganze kann irgendwie fast gar nichts im Vergleich zu diesem Backcover-Artwork. Auch hier haben wir an einigen Stellen diesen metallischen Steelbook-Effekt. Besonders geil finde ich den bei dem Mond ganz oben im Hintergrund. Und da sieht man wirklich, wie fein bei diesem Steelbook gearbeitet wurde. Alle diese goldenen oder gelben, je nachdem wie es auf dem Video ausschaut, Linien sind mit dem Metallic-Effekt versehen und veredelt. Und das macht einen wirklich großartigen, hochwertigen Eindruck. Die Linien sind klar, die Farben brillant. Das sieht einfach wunderschön aus. Ist zwar kein durchgehendes Design, aber das macht mir in dem Fall gar nichts. Was mir da schon mehr macht, ist wieder mal die Tatsache, dass die Disc nicht gestaltet wurde. Was, ganz ehrlich, das kann nicht so viel kosten, das... Naja, drinnen dann wie immer der Digital Copy Code. If you want to use it, please do. Außerdem haben wir diesmal, und ich glaube, das ist echt das allererste Mal in einem von diesen DCU Animated Steelbooks, ein Poster mit dabei. Das zeigt uns ein anderes Motiv zu Batman Ninja, das nicht nur den englischen Titel hier oben drauf hat mit einigen Charakteren, die da eingearbeitet sind. Ein wirklich cooles Bild vom Samurai Batman, aber unten dann offensichtlich auch noch den japanischen Titel dazu. Das finde ich extrem cool und das finde ich auch extrem cool, dass sie das noch einmal als kleines Goodie mit beigelegt haben. Das Innenartwork von dem Steelbook ist diesmal wieder mal eines, was mir persönlich vielleicht nur bedingt zusagt. Einerseits hat man diesmal, finde ich, auch diese fetten Credits wieder mal ziemlich aufdringlich. Hier nämlich in eine vor allem sehr helle Fläche hineingeklatscht. Außerdem ist das Bild Batman schaut in Richtung der Wolken. Jetzt nicht so unbedingt das Spannendste. Ich weiß nicht, wenn ich an Batman denken will, dann denke ich an Kämpfe, an Action, an wirklich spannende, coole Sachen und nicht an Wolken. Aber dafür hat sich der Designer wieder Mühe gegeben, hat Batman schön in den Vordergrund gestellt, hat die ganzen Wolken im Hintergrund mit dem metallischen Steelbook-Effekt versehen und veredelt, weswegen sich das Ganze zumindest in Bewegung ein klein wenig besser ansieht. Aber trotzdem finde ich es irgendwie bei eigentlich fast allen von diesen DCU Animated Steelbooks, dass das Außenartwork meistens ziemlich cool ist und das Innenartwork damit so gut wie kaum wirklich mithalten kann. Wo ich finde, es ist eine kleine Sache, aber da könnte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe geben, um dann dem Käufer wirklich was Geiles abzuliefern. Arrow Video ist mittlerweile wieder mal auf der Steelbook-Welle. In Amerika sind derzeit zwei Titel, nämlich The Hills of Eyes und Reanimator, bei FYE in einer limitierten Steelbook-Auflage erschienen und das Steelbook zu The Hills of Eyes hat es glücklicherweise auch nach England geschafft. Unglücklicherweise zu Zavi, aber das war in diesem Fall kein Problem, weil das Steelbook bei mir zumindest unbeschädigt angekommen ist. Irgendwie muss ich es dann noch schaffen, das Reanimator-Steelbook herzuholen. Das hat sich Zavi wahrscheinlich aus dem Grund nicht gesichert, weil sie bereits ein eigenes Blu-ray-Steelbook zu Reanimator veröffentlicht haben. Aber nachdem ich ja Arrow-Video-Komplett-Sammler bin, muss ich das FYE-Steelbook trotzdem haben, weil es zumindest ein anderes Artwork bietet. Wäre es nur dasselbe Steelbook mit vielleicht der fehlenden BBFC-Altersfreigabe drauf, wäre mir das dann wurscht gewesen. Gezeichnet wurde dieses Artwork übrigens von Adam Rabelais, dessen Name mir bei den Designs von Arrow Video bis jetzt noch nicht unbedingt untergekommen ist, aber das Backcover-Design ist eben wie gewohnt von Arrow Video einfach nur eine Textlawine. Zumindest gibt's aber diesmal im Hintergrund noch ein bisschen Artwork, sodass das Ganze nicht so fad und einschläfernd aussieht wie bei allen anderen aktuellen Arrow Releases. Wir sehen hier mehr oder weniger ein ziemlich cooles Bild von Michael Berryman. Außerdem habe ich gar nicht gewusst, dass Thomas Millian bei dem Film mitgespielt hat. Aber natürlich zwei der Aliens sind auch noch mit drauf und das Ganze mit einem recht schicken Metallic-Effekt, nämlich einerseits beim Filmtitel und andererseits links oben bei dem Himmel, der auch hier noch ein bisschen rauskommt. Das ist eigentlich relativ schick, auch wenn ich irgendwie trotzdem jetzt nicht so ein Riesenfan von diesem Artwork bin. Was mir
persönlich dafür aber relativ gut gefällt, ist die Tatsache, dass wir hier ein durchgehendes Artwork haben, das vom Front aufs Backcover übergeht. Interessanterweise finde ich, dass der Verlauf von diesen Felsen zwar über den Spine nicht durchgezogen wird, aber finde ich sehr wohl mehr oder weniger gedanklich hinzugedichtet werden kann. Vor allem auch der Unterschied, dass es hier vorne offensichtlich Tag ist und auf dem aber dann Nacht, gefällt mir sehr gut. Wir haben hier auch wieder den metallischen Effekt bei dem Feuer, sowie natürlich oben beim Himmel. Das ist eigentlich eine nette Idee für Steelbook, wenngleich jetzt eben, und das ist halt immer Geschmackssache, das Design für mich nicht so brillant aussieht wie bei einigen anderen Releases. Wir bekommen ein saugeiles Artwork auf der Disc, mehr oder weniger so, aber doch irgendwie so. Und dann im Hintergrund noch einfach nur die Berge ebenfalls mit dem Himmel als Metallic-Effekt. Das ist, muss man schon zugeben, für den Film The Hills Have Eyes relativ einfach und relativ aufgelegt. Das Einzige, was mich jetzt ehrlich gesagt nur wundert, und vielleicht kann mir da irgendjemand helfen, wenn jetzt die Hügel Augen haben und mich beobachten können, muss ich dann jedes Mal irgendeine DSGVO-Erklärung unterzeichnen, wenn ich wandern gehe? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir auf dem Frontcover vom Booklet den Burning Man, mehr oder weniger. Ja, da wird der Monk weinen um seinen Stottlemyre. Wrong movie, I know. Das klassische Artwork mit Michael Berryman auch hier. Beim Booklet bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das absolut identisch ist zu den bisherigen Arrow Video VÖs zu The Hills of Eyes. Aber falls ihr euch dafür interessiert, die alte Box, die Arrow veröffentlicht hat, habe ich hier auf meinem Kanal auch schon vorgestellt. Ich habe sie jetzt nur leider auf die Schnelle vor diesem Update nicht gefunden. Falls ihr euch dafür interessiert, ob Disc und Booklet identisch aussehen wie bei der Erstauflage, dann würde ich euch bitten, bei meiner Kanalseite auf die Suchfunktion zu klicken und einfach kurz in das Unboxing zu dieser Version reinzuschauen. Im Endeffekt ist es aber ein sehr, sehr nettes Steelbook, das meiner Meinung nach die Arrow-Videosammlung wieder mal ganz nett verstärkt. Nurse Love Addiction. Ich würde irgendwie gerne am Anfang von diesem Unboxing einen geschmacklosen Witz machen, aber ich glaube, den macht der Titel in diesem Fall für mich. What the hell is Nurse Love Addiction? Und warum wurde das noch nicht verfilmt? Nein, keine Sorge, es ist kein Film. Es handelt sich dabei tatsächlich um ein PlayStation-Spiel. Um eines, das man normalerweise nur zum Download bekommt, wo sich allerdings Limited Run Games drum gekümmert hat, auch noch eine Physical Edition zu machen. Und da habe ich mir die extrem coole Limited Box geholt mit ganz coolem Artwork, die mehr oder weniger so aufgebaut ist, wie ein Erste-Hilfe-Kasten, nur wenn ich ehrlich gesagt damit rechne, dass die Nurse Love Addiction da drinnen ist, weiß ich gar nicht, ob ich da reinschauen möchte, weil wenn ich nach irgendeinem Unfall ein Pflaster habe, na doch, ich würde reinschauen. Außerdem haben wir das Rote Kreuz in Blau. Dafür allerdings mit irgendwie so einer relativ coolen Folienversion, die das Licht sehr cool spiegelt. Sieht, finde ich, echt genial aus. Auch in dem Fall die Tatsache, dass der Rest der Box komplett umgestaltet ist, ist in meinen Augen da nicht auf irgendeinen billigen Grafikermangel zurückzuführen, sondern einfach dazu, dass es zu der Idee, dass es sich hier um einen Erste-Hilfe-Koffer handelt, wirklich passt. Verschlossen wird die Box hier auf der unteren Seite mit zwei Magnetverschlüssen. Drinnen finden sich dann allerlei Goodies dazu. Das erste, das mir im wahrsten Sinne des Wortes entgegenfällt, sind einige Kärtchen mit Motiven aus dem Film. Diese Limitierungsnummer, nehme ich mal an, ist eigentlich hinten auf der Verpackungsfolie der Box geklebt und ich habe halt befunden, dass sie hier am besten herpasst. Außerdem bekommen wir in dieser Edition den Original Soundtrack zu dem Spiel, der wie von Limited Run Games gewohnt in einem normalen Keep Case oder Jewel Case dabei ist und 13
Tracks umfasst. Drinnen ist es allerdings relativ mau. Ein Booklet gibt's nicht und auch das Design der eigentlichen Audio-CD ist jetzt meiner Meinung nach nicht sonderlich atemberaubend. Was ich aber ganz cool finde, ist die Aufmachung hier innen, dass nicht nur die Soundtrack-CD hier in einem eigenen Papiertray zu finden ist, sondern dass dieses auch hier mit einem Verschluss mehr oder weniger fixiert werden kann, sodass dieses Teil eben auch beim Versand sich nicht bewegen kann. Da, finde ich, ist Limited Run Games immer absolut auf der Höhe, dass es nicht zu irgendwelchen Beschädigungen kommt. Auf dem nächsten Tray finden wir dann wenig überraschend das eigentliche Vita-Case mit dem Spiel an sich, wenn es sich denn gerne aus eben jenem lösen würde. Da könnte ich an der Stelle vielleicht einmal erstens dazu sagen, billig. Und andererseits vielleicht auch die Frage beantworten, die bei euch die letzten Minuten sich aufgebaut haben könnte. Warum zum Teufel kaufst du dir das Zocki? Ich weiß, dass ich normalerweise überhaupt nichts übrig habe für Manga, für Anime, für diese typisch japanischen Sachen, außer es geht um deren Splatterstreifen, die finde ich einfach nur absolut grenzgenial. In diesem Fall ist es aber so, dass Nurse Love Addiction im Endeffekt, bevor jetzt irgendwer was Falsches glaubt von mir, ein Visual Novel ist. Visual Novel bedeutet mehr oder weniger, wir sehen Standbilder, lesen dazu Text und können ein paar Entscheidungen treffen, die Story beeinflussen. Das bedeutet allerdings auch in den meisten Fällen, dass eine Platin-Trophäe mit der sagenhaften Schwierigkeit 1 von 10 daherkommt und binnen weniger Stunden, wenn überhaupt Stunden, geholt werden kann. Deswegen habe ich dieses Teil. Natürlich habe ich dieses Teil wegen einfacher Trophies. Außerdem, was ich aber sehr cool finde bei Limited Run Games, ist, dass sie immer wieder ganz nette Ideen haben, was sie an Goodies beilegen. In diesem Fall sind es 5 Pflaster für den Fall, dass womöglich irgendetwas abgerieben wird beim Spielen, ich weiß es nicht, wo man sogar hier durchsehen kann, dass das Nurse Love Addiction Logo auch auf dem Pflaster ist. Außerdem gibt es hier noch einen pflasterförmigen Sticker und außerdem noch ein paar ovale, also so eiförmige Charaktersticker, was ich ehrlich gesagt ganz nett finde. Im Endeffekt ist es eine coole Box, ein cooler Release, zu einem Spiel, das ich mir halt wieder wegen der Trophies geholt habe, wo ich natürlich auch die Möglichkeit gehabt hätte, nur die billigere Version zu nehmen, wo man eben nur das Spiel bekommt. Aber irgendwie habe ich so diese Sammlerwahnartige Einstellung, hoppala, das ist verkehrt, Wancho, Doncho, und hole mir dann einfach gleich lieber die volle Dröhnung, weil auch wenn das Spiel jetzt nicht unbedingt mein Fall ist, ich erkenne das an und ich schätze das extrem, wie viel Mühe sich Firmen wie Limited Run Games nicht nur bei ihren Releases an sich geben, sondern eben auch generell dafür, dass physische Medien uns erhalten bleiben und dass nicht alles irgendwann einmal vom Kraken des Download-Markts verschluckt wird, wovor ich mich persönlich schon fast ein bisschen fürchte. Eine Rabattkarte ist auch noch dabei und als Bonus lag dann dem Paket auch noch eine Limited Run Games Karte dabei. Das ist eigentlich ein cooler Release und einer, den ich jetzt recht gerne in meiner Sammlung habe. Und damit habt ihr es wieder einmal geschafft. Eine weitere Woche ist rum. Zocki wird wieder verhältnismäßig ein bisschen verstummen, aber keine Sorge, nicht für lange Zeit. Wie ausgemacht und angekündigt im Video, werde ich im Laufe der nächsten Woche einerseits die versprochenen Blu-ray-Checks zu Dr. Toasty und wo habe ich es hingelegt? Da. Und Willard machen, außerdem den Quickie zu Blackwater. Danke, Zocki. Das ist. Alzheimer schlägt immer wieder zu und freue mich ehrlich gesagt schon wirklich auf alle 3 Filme und dann darauf, euch die vorstellen zu können. Freue mich schon mit meinem neuen God of Bar T-Shirt in der Gegend herumzulaufen und hoffe, dass ihr jetzt die vergangene Zeit hier beim Sammlungsupdate genossen habt, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Das wäre nämlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich euch dann auch bei der nächsten Ausgabe wiedersehe. Für alle, die das durchaus in ihrem Plan
haben, noch einmal einzuschalten. Jeden Sonntag um 17 Uhr ist es soweit, startet hier auf PlaySoccer Reviews das allwöchentliche Sammlungsupdate. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren eure Meinung zu diesem Video, zu den Vorstellungen beziehungsweise auch zu den einzelnen Teilen, die ich mir in der vergangenen Woche geholt habe, posten würdet. Dann habe ich was zum Lesen, dann habe ich wieder was zu tun, wenn die Comics leer sind. Und freue mich auf jeden Fall drauf, euch in der kommenden Woche bei weiteren Videos und allerspätestens wieder am Sonntag zum nächsten Sammlungsupdate zu sehen. In diesem Sinne, ciao!